In diesem Video möchten wir an einem konkreten Beispiel zeigen, wie man den Bildpunkt zu einem Punkt berechnet. Was eine affine Abbildung ist, wie sie in der Matrixdarstellung aussieht, haben wir in dem vorherigen Video gezeigt. Jetzt möchten wir zeigen, wie das Ganze tatsächlich berechnet wird. Wir nehmen uns als Beispiel die Abbildung Alpha x1' und x2'. Das ist unser Bildpunkt, den wir berechnen wollen, und unsere Abbildungsmatrize ist 1, 5, minus 2, 3. Unser Punkt, den setzen wir gleich ein, oder die Punkte, die wir berechnen wollen, können wir hier einsetzen. Und unser Verschiebungsvektor c ist minus 1, 3. So, jetzt haben wir folgenden Punkt. Wir haben den Punkt 2, 3. Zu dem gehört natürlich der Ortsvektor. Wir nennen ihn x, 2, 3. Und diesen setzen wir jetzt ein in dieser Abbildung. Dann haben wir x1', x2' ist gleich 1, 5, minus 2, 3 mal den Vektor 2, 3 plus den Vektor minus 1, 3. So, wie man eine Matrize mit einem Vektor multipliziert, habt ihr in einem unserer früheren Videos bereits gesehen. Und hieraus ergibt sich dann 2 plus 15 ist der erste Eintrag und minus 4, 9 ist der zweite Eintrag. Ihr seht auch, erinnert euch, wenn wir eine Matrix mit einem Vektor multiplizieren, 2 kreuz 2 und einem Zweiervektor, ist auch das Ergebnis wieder ein Vektor aus dem R hoch 2. Und hier müssen wir natürlich noch unseren Verschiebungsvektor dran addieren. Und das ergibt dann 17, 5 plus minus 1, 3. Und das ergibt den Vektor 16, 8. So, dieser Vektor ist jetzt unser Bildpunkt, unser Ortsvektor zu unserem Bildpunkt. Das heißt, unser Punkt P', den wir suchen, hat die Koordinaten 16, 8. Das könnt ihr jetzt wahlweise mit verschiedenen Punkten ausprobieren. Könnt ihr einfach mal übungshalber in diese affine Abbildung einsetzen.